kennt dich vom Guarani her. Jetzt stehst du bei der Eisbahn in der Gastine. Wie kommst du da her? Ja, da bin ich ein bisschen reingerutscht. Das ist der Arthur Gassner, der das Ganze hier betreibt. Er hat mich letztes Jahr mal angefragt, um zu helfen. Da er ja, ein bisschen wenig Zeit hatte, aus familiären Gründen. Und dann habe ich mich bereit erklärt, um ihm helfen, die Eisbahn und auch die Konzerte vom letzten Jahr durchzuziehen. Das heisst mit anderen Worten, du hast dich da schon richtig eingelebt. Also ein Jahr bist du jetzt dran, he? Ja, jetzt ist also im April wär's ein Jahr. Ja, und dann letztes Jahr haben wir die EM gehabt, natürlich, wo das erste war. Dann haben wir die Big Band gehabt, vom Liechtenstein natürlich. Und da die Gasse natürlich mit der Eisbahn, das ist eigentlich das Highlight, das am 31. Dezember anfängt und über zwei Monate geht. Es ist die Gasse wirklich ganz speziell für Buchs. Und gleich braucht es Events, es braucht Werbung, um die Leute herzukriegen. Ist Buchs noch ein spezielles Flasch? Also wenn man bei dir einmal in Guarani vorbeigeht, dann ist das pumpenvoll, gell? Ja gut, das Guarani ist ein Treffpunkt für die Jungen. Und das läuft schon seit 12 Jahren, 13 Jahren jetzt im Juni. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Hier mit dem Boe, das ist natürlich noch etwas Neues. Und die Gasse, das ist eigentlich für alt, für jung und für alt. Und das ist sicher noch ausbaufähig. Was gedenkst du, um das noch auszubauen? Du bist ja eigentlich, ja, sagen wir mal, der Beizer Buchs, der etwas voranbringt. Ja, also wir haben jetzt im Sommer werden wir da mit versuchen, Beachparty zu machen. Wir haben einen Strandkorb da. Wir werden natürlich auch der Gala ist wie die Eisbahn weiterhin machen, wenn die Sponsoren und die Stadt uns auch mithilft, weil es ist natürlich immer eine Kostenfrage. Wir haben die verschiedenen Sommerkonzerte wieder, immer am Mittwoch und auch am Freitag, wo natürlich beleben wird. Und wenn wir das so schauen, gell, wenn wir da durchschauen, ist wirklich wunderschön gemacht, die Gasse. Aber man sieht natürlich, es sind relativ dunkle Scheiben, oder? Da muss man klar sehen. Also man hat manchmal auch das Gefühl, wir sehen es zwar eher im Buchladen, durch, aber wenn wir da mal schwenken, sieht man dann natürlich auch eben in... Wie sagt ihr denn? Boe-Bar, oder wie sagst du denn? Ja, das ist die Café Boe-Bar, das ist eine Gin-Bar im Prinzip. Tagsüber ein Kaffee und am Abend ist eine Gin-Bar, die verschiedene Spezialitäten hat mit dem Getränk Gin. Die, ja, das Glas ist ein bisschen das Handicap. Wir haben es da ein bisschen versucht, mit dem Licht etwas zu machen. Es ist einfach nicht entspiegelt. Und darum scheint es relativ dunkel. Und manchmal hat man das Gefühl, es ist tagsüber hat man das Gefühl, es sei zu. Das heisst, mit anderen Worten, es ist halt noch wichtig, dass man sieht, dass man sieht, es sind Leute drin. Gell? Dort, wo Leute sind, dort können noch mehr. Ja, das ist ja so. Das ist natürlich, die Leute wollen ja auch nicht nur raus sehen, sondern auch, dass man halt rein sieht. Und zum Teil wollen die Leute auch, dass man sie sieht. Und von dem her ist es sicher wichtig, dass man einfach etwas machen kann, dass man besser reinschauen kann bei dem Glas. Da sind wir dran, das Problem zu beheben. Ob es möglich ist, das muss man jetzt noch schauen. Das ist ein Kostenfaktor und muss man halt auch schauen, ob man das vom Erscheinungsbild her auch möglich ist. Es ist auf jeden Fall immer eine wahnsinnige Umgefetterte probieren. Gell? Es ist nicht einfach, das Ganze so ein bisschen in eine richtige Spur zu bringen. He? Ja, es ist natürlich, Ideen hat es genug. Wir haben ja noch in den Nachbauern mit Feldkirch oder Dornbirn haben wir sehr gute Exemplare von Städten, die sehr viel machen. Aber die Idee ist halt immer eine Sache vom Geld, das kostet. Und heutzutage mit dieser wirtschaftlichen Lage ist es schwierig, genug Sponsoren finden, dass man überhaupt so Sachen finanzieren kann. Gehen wir ein bisschen auf die Eisbahn. Also, wie lange ist die Eisbahn jetzt so offen? Die Eisbahn ist am 31.12.2016 offen gegangen und sie läuft bis Ende Februar 2017. Und was kostet das, wenn man daher kommt? Das kostet für Kinder ist es 3 Franken, für die Erwachsenen 5 Franken die Schlittschuhmiete und die Bahn ist auch 3 Franken und 5 Franken. Und die ist relativ gross, gell? Also die ist locker 5 Meter breit, wenn nicht noch mehr. Sie ist 7 Meter breit 7 Meter und 30 breit, Meter lang. Aha, also ein recht grosses Eisfeld eigentlich. Ja, das ist also für Buchs, würde ich sagen, ist eine sehr schöne Eisbahn. Und man sieht rundum auch die vielen Sponsoren, die das ermöglicht haben. Und auch die Stadt, weil wir reden da von Kosten, die über 50'000 Franken sind, mit allem drum und dran. Muss man aufbauen, tut man abbauen, also ist nicht einfach das Ganze, oder so, oder überhaupt zu handeln. Also im Sommer ist dann alles wieder weg, wie geht denn das überhaupt? Ja, da wird nachher abgetaut, Ende Februar wird da natürlich der Strom, der Stecker quasi gezogen, dann wird abgetaut und das Ganze ist innerhalb von wenigen Tagen ist das wieder weg. Und wenn man keinen Schlittschuh hat, dann kann man bei euch auch die sogar ausmieten kommen, oder? Ja, also wir haben jetzt immer am Montag und am Dienstag Abend und am Donnerstag Abend ist Eisstock schiessen. Da wird unter Anleitung hat es 2 Bahnen und da kann man Eisstock schiessen. Und es ist ein cooler Event für Familien oder auch Firmen, die für ihre
Kunden zum Teil oder auch für die Belegschaft einen glatten Abend machen mit Glühwein und Raclette hat es da. Und wir machen alles eigentlich, dass es gemütlich wird. Und für die Kleinen so etwas, gell? Die Bingos und so weiter, muss also nicht auf viel Haus auf, man muss nicht auf so ganz, man kann wirklich auch da das Buchs bei mir kaufen, das geniessen. Ja, richtig. Also wir haben da verschiedene Bingos, es sollte noch mehr kommen jetzt denn, weil wir haben einen riesen Ansturm mit den Kindern, am Morgen vor allem mit den Klassen, da haben wir manchmal bis zu 60, 70 Kinder drauf, zwischen 10 und 12. Und die Bingos sind heiß begehrt, also wir schauen, dass wir mindestens noch 5 bis 10 Bingos überkommen. Du lachst, du hast selber Freude im Ganzen, ja, gell? Nein, es ist der Plausch, es sind Ideen natürlich, die von Arthur Gassner allbegs reingeworfen werden. Und er macht auch, das ist ein Kind von ihm. Er hat das eigentlich ins Leben gerufen, das letzte Jahr. Ich darf es jetzt hier weiterführen und ich hoffe, er hat Freude. Und ja, wir haben eigentlich alle Freude und versuchen, das Ganze am Leben zu lassen. Du, das ist ein super Platz hier, zum Zeit verbringen, finde ich. Glühwein, gemütliche Musik. Kann man nichts sagen. Ich finde es eigentlich schön, dass auch die Kinder so eine kleine Aktivität haben, vor allem das Buchs. Es ist ja gleich auch ein kleines Städtchen. Und ja, für Familien und Kinder ist es sicher ein schönes Erlebnis, mal an einem Wochenende hinzukommen. Der beste Glühwein, die beste Bedienung. Ja, Harry, also hat es denn da einen Haufen Grössen oder wie schaut denn das da? Ja, also wir haben Schuhe, die man kann gleichzeitig verstellen. Es hat eine einzelne Nummer, aber wir haben vor allem für Kinder haben wir verschiedene Schuhgrössen. Wo jetzt zum Beispiel dort hinten ist es jetzt für 29 bis 32 und da kann man dann mit einem Knopf drücken und die Schuhgröße dem Kind entsprechend anpassen. Aha, oh, also dann die Schuhe verstellbar sind? Die sind verstellbar, genau. Was zahlst du da für die Schuhe? Also die Schuhe sind für Kinder sind 3 Franken und für die Erwachsenen sind es 5 Franken. Aha. Also kann man herkommen, wenn ich mit Schuhen um einen Gigakasten komme, bis 43 ist alles möglich? Das ist alles möglich, ja. Das ist kein Problem. Aber gleich eine recht grosse Investition. Sind ihr da gesponsert irgendwie, oder? Ja, also wir haben eben Arthur Gastner, der das eigentlich finanziert hat und einen Haufen Sponsoren hindurch. Jetzt in diesem Jahr ist Buchs Marketing, das uns sehr stark hilft. Eine VFA, natürlich eine Brille Federer. Also wir haben ganz tolle Sponsoren, die uns helfen, dass das Defizit nicht so gross wird. Wir können sie alles filmen, gell, weil Kinder drauf sind, aber nicht sagen, da geht es gleich einiges ab. Oder? Ja, es ist für einen Mittwochnachmittag ist sehr schön. Also wir sind jetzt eben im Schuhhäuschen drin, die Bank ist voll. Und es geht etwas, ja. Wie ist es so als Mutter, zum Kind hierher zu bringen? Es ist sehr lässig, vor allem es ist es nahe. Man kann einfach so spontan mal schnell gehen und muss nicht eine riesen Ausrüstung mitschleichen. Und Sie selber, ich habe gesehen, Sie haben hier immer noch die Schuhe an. Gehen Sie auch etwa mal? Ja, aber jetzt ist eben gut, jetzt können Sie schon allein. Aha. Und ja. Das ist natürlich super. Genau so habe ich es auch gemacht als Vater. Ja. Genau. Wenn wir einmal müssen, heisst der Teufel herfahren. Ist schon genau. Lässig, gell? Ja. Die Buchs einkaufen ja. Und so. Das ist perfekt. Du, Harry, würde mich interessieren, habt ihr auch noch etwas, so einen Babysitterdienst vorgesehen? Da wäre doch noch etwas. Ja, also Babysitterdienst haben wir direkt vorgesehen. Wir haben auch schon darüber geredet. Es gibt aber im Buchs schon etwas. Leider ist das zum Beispiel am Samstag. Nicht möglich, dort Kinder abzugeben, weil das ist ein Verein, der auf freiwilliger Basis ist. Und da ist man jetzt im Gespräch, um etwas zu organisieren, dass man für die Einkaufsmeile Buchs auch am Samstag eventuell so ein Angebot kann, zur Verfügung stellen kann. Ja. Aber das wäre noch etwas, oder? Man könnte abgeben und jemanden, der noch ein bisschen zeigen würde, wie man Schlittschuhen oder ja, nicht? Ja, mal, das wäre schon noch lässig, ja. Wir zwei arbeiten daran. He? Mal, ich denke es auch. Wie gefällt es euch? Sehr gut. Lässig da? Ja. Und dir? Elena. Elena. Wie gefällt es dir? Sehr gut. Du gehst so zusammen und Schlittschuhen? Da. Immer da? Ja. Hast du da gelernt? Ja. Du bist Chef Gastro. Was ist deine Aufgabe hier? Ja, ich leite das Lokal vom Boe. Und ich schaue, dass wir da aussen die Glühweinhäuschen und den Schlittschuhplatz besetzt haben. Zusätzliche Aufgaben, auch ein Stress? Ja, Stress macht man sich selber, gell? Wenn man sich gewöhnt ist, mit dem umzugehen, dann gibt es keinen. Aber wenn man ehrlich ist, ein etwas Spezielles, gell? So eine Eisbahn vor einem Kaffee, mitten in einer Stadt rein. Ja, ich denke, es ist nicht alltäglich. Ich denke, es ist auch etwas, wo wir profitieren vom Kaffee aus, dass die Leute auch hierher kommen, einen Kaffee nehmen, wenn sie mal ein bisschen kalt haben, oder eine Tee.